Ich grüße euch alle miteinander. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Und ich wünsche euch an der Stelle, bevor ich es am Ende dann vergesse, schon mal gleich jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und das Video heute, das wird heute jetzt mal so ein reines Labervideo. Weil ich bin mit meiner Dieselstandheizung um ein ganzes Stück weitergekommen in der Garage unten. Ich habe aber da leider keine Aufnahme dazu, weil das waren immer so Sachen, mal kurz für eine halbe Stunde und was gemacht und dann wieder weitergeguckt und so, ne? Von daher, tut mir leid, da gibt es jetzt diesmal keine Videoaufnahme dazu, aber ich habe die eine Standheizung, die ich in dem letzten Video zerlegt hatte, die hat leider einen ganz großen Nachteil, habe ich festgestellt. Und zwar, diese Heizung wurde verkauft als 8 Kilowatt Heizung. Ja, also die 8 Kilowatt, das habe ich inzwischen an verschiedenen Stellen schon gehört. Die sind bei Heizungen dieser Größe einfach illusorisch. Das ist nicht wirklich hinzukriegen. Jetzt habe ich also dann mal bei der Heizung, weil ich hatte das Gefühl, die wird gar nicht so richtig heiß und alles. Ja, jetzt habe ich also dann mal genau geguckt, was passiert bei der Heizung. Ich habe dann also festgestellt, wenn ich diese Heizung, diese angebliche 8 kW Heizung auf Vollgas laufen lasse und dann nachsehe, wie viel Treibstoff sie verbraucht, dann komme ich auf einen Wert, der davon, also wo der aufgenommene Treibstoff gerade mal 3,2, 3,5, irgendwas um den Dreh herum Kilowattstunden überhaupt erst an Brennwert mitbringt. Das heißt, diese Standheizung wird wohl eher, so wie ich sie gekauft hatte, eher bei 3 Kilowatt Leistung liegen. Dann habe ich also mich weiter informiert und auch mal, also ja, habe dann festgestellt an der Heizung, eine 5 Kilowatt Heizung sollte eigentlich eine Dieselpumpe drinnen haben, die 28 Milliliter pro 1000 Hübe, also pro 1000 Klicks, umsetzt, pumpt. Was ich aber in dieser Heizung drinnen habe, ist eine Pumpe mit nur 22 Milliliter pro 1000 Hübe. Kein Wunder, wenn das Ding nicht richtig Leistung liefert, ja? So. Dann war jetzt also die Frage, was tun? Erster Gedanke war, anderes Display dran, damit ich meine Taktung programmieren kann. Weil ich kann ja auch hergehen. Normalerweise sind diese Heizungen so eingestellt, dass sie ungefähr 5,5 Hertz als maximale Taktung haben. So habe ich mir also überlegt, neues Display, die Taktung von 5,5 auf um die 7 Hertz hochsetzen, dann müsste ich wieder in die Nähe von den 8, also dann müsste ich praktisch das hinbekommen, dass die Pumpe, die 28er sollte bei 5,5 Hertz arbeiten. Wenn ich die kleinere habe, muss ich sie schneller laufen lassen, dann funktioniert das Ganze. So, Problem war aber, dass die Displays ja untereinander nicht alle miteinander kompatibel sind. Wenn ihr wissen wollt, welche Displays mit welchen anderen kompatibel sind, da kann euch unter Umständen weiterhelfen. Oh, ich habe keine Webseite dazu im Moment. Ich hoffe, ich denke daran, dass ich sie noch in die Kommentare setze. Sonst, also es gibt von einem Australier, gibt es eine Platine, die man anstelle eines Displays anschließen kann,
Diese Platine nennt sich Afterburner. Die erweitert die Dieselstandheizung um etliche interessante Funktionen. Ja, das Display kann man dann komplett wegschmeißen, das vorhandene, weil man dann nur noch den Afterburner anschließt als Display und hat dann sogar die Möglichkeit, was die Standheizungen normalerweise nicht können, man hat dann sogar die Möglichkeit, den so zu programmieren, so einzustellen, dass die Standheizung, wenn die minimale Leistung bereits zu viel ist und es im Raum zu warm wird, dann schaltet der Afterburner die Heizung ab und schaltet sie, wenn die Heizung, wenn die Raumtemperatur zu niedrig wird, die Heizung auch komplett wieder an. Das ist etwas, was diese Heizungen normalerweise nicht können. Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Wenn man die Seite sucht zum Afterburner, dann findet man dort auch eine Auflistung, welche Displays zu welchen kompatibel sind. Dann kann man also sehen, ich habe an meiner Heizung dieses Display dran. Das ist ein Display, das ist mit jenem anderen gemeinsam kompatibel und so weiter. Was ich so schon sagen kann, das habe ich auf dieser Afterburner-Seite gelesen. Alle Displays, bei denen die Digitalanzeige, direkt die große Digitalanzeige über dem Brenneremblem, ich habe jetzt meins nicht hier, außerdem hätte ich jetzt auch keinen Strom, um es euch zu zeigen. Aber oberhalb von der, es ist ja unten immer so ein Icon von der Heizung drinnen, wo dann die Glühkerze an- und ausgeht und der Ventilator und so weiter, ihr kennt das. Und da drüber ist immer eine diese vierstellige Zahl. Wenn diese vierstellige Zahl türkis ist, dann vergesst es. Dieses Display passt nur zu eurem Mainboard, das in der Heizung innen drinnen ist. So, was habe ich jetzt also gemacht? Ich habe für meine Heizung das Mainboard neu gekauft. Eines, welches kompatibel ist zu den blauen Displays. Da gibt es diese metallic-blauen Displays, die können auch rot sein. Es ist aber das gleiche Display drinnen. Und auf der Afterburner-Seite könnt ihr gucken, welche anderen Displays dazu dann auch noch kompatibel sind. Ich habe dazu ein blaues genommen. Ich kann euch gerne die... Ich hoffe, ich denke dran, dass ich auch diesen Link unten reinschreibe, wo ich das Display gekauft habe, die genaue Artikelnummer, also den Link auf eBay. Ich mag Amazon nicht. Wie auch immer, da könnt ihr das angucken. Dann habt ihr da ein Mainboard und ein Display, wobei ich natürlich nicht garantieren kann, dass der Link immer das gleiche Mainboard liefert. Ja, also da kann ich keine Garantie dafür übernehmen. Ich kann euch das reinstellen und dann wisst ihr, das ist das, was ich gekauft habe und es hat bei mir funktioniert. So, was habe ich jetzt dann gemacht? Ich habe dieses neue blaue Display angeschlossen und siehe da, ich kann konfigurieren selber, also die Pumpentaktung, minimale Taktung, maximale Taktung konfigurieren und ich kann also diese Konfiguration abspeichern und die Pumpe läuft dabei auch. Weil das Witzige ist, ich habe zuerst dieses Display an meine vorhandene Pumpe angeschlossen, in dem Wissen, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert und wollte gucken, was geht dabei. Und das Witzige ist, ihr kommt ins Konfigurationsmenü rein und ihr könnt das alles programmieren da drinnen. Aber das, der Witz ist, diese Daten, die konfiguriert werden, die bleiben im Display. Das heißt, wenn du du kannst dieses Display programmieren, obwohl die Heizung nicht funktioniert. Obwohl dieses Display mit deinem Mainboard, mit deiner Heizung nicht arbeitet. So, also habe ich das Mainboard dann auch noch gewechselt und funktioniert. Und siehe da, ich habe mich bei der Heizung immer ein bisschen geärgert. Jedes Mal, wenn ich sie starte, sie qualmt wie Hulle und man merkt, sie braucht zwei Startversuche. Die machen zwei oder drei Startversuche, diese Dinger. Und sie braucht grundsätzlich zwei Startversuche.
habe ich also jetzt dieses neue Display angeschlossen und habe bei der Gelegenheit dann mal probiert, was passiert eigentlich, wenn ich dieses Display von der, wenn ich die, den Pumpentakt bis auf Anschlag hochdrehe. Und was dabei passiert, ist ganz einfach, ist ganz einfach kurz gesagt erklärt. Die Heizung wird sehr, sehr heiß, aber sie fängt plötzlich an, und das ist sehr interessant, sie fängt plötzlich an, Kohlenmonoxid zu produzieren. Und Kohlenmonoxid ist etwas, wo wir alle sehr großen Respekt vor haben sollten. Also wenn wir diese Heizungen in Fahrradwohnwagen einbauen oder auch in Campervans, sonst wo, ganz wichtiger Punkt, immer aufpassen wegen Kohlenmonoxid. Ich habe ja bei mir in der Garage unten das Auspuffrohr nach außen gelegt, aber der Auspuff, ich weiß das, der Auspuff ist nicht hundertprozentig dicht. Ich habe aber einen Kohlenmonoxidwarner liegen. Ich betreibe bei mir die Heizung mit Grillanzünderflüssigkeit. Wie sich die Heizung mit Diesel verhält, weiß ich nicht. Das werde ich dann merken, wenn ich keine Grillanzünderflüssigkeit mehr habe. Ich habe davon aber sehr viel hier rumstehen. Die Grillanzünderflüssigkeit verbrennt ja sehr stark rückstandsfrei, also mit sehr wenig Rückständen. Ich habe aber festgestellt, wenn ich also jetzt die Heizung mit diesem völlig überzogenen Pumpentakt laufen lasse, sie wird heißer. Ja, funktioniert. Aber es gibt mehr Kohlenmonoxid. Das merke ich, weil dann eben mein Messgerät mir anzeigt, wir haben Kohlenmonoxid, weil eben der Auspuff nicht 100%ig dicht ist. Das ist etwas, was ich vielleicht noch werde ändern müssen, wenn ich auf Diesel umsteige. Werden wir sehen. Den Grillanzünder habe ich deswegen verwendet, weil der Grillanzünder ist ein sehr sauberes Öl, hat einen geringfügig niedrigeren Flammpunkt als Diesel, zündet also in der Heizung auch dann besser, hat aber ungefähr den gleichen Energiegehalt pro Liter oder pro Kilogramm. Ja? Ich habe den Grillanzünder deswegen verwendet, weil ich ihn hier zu Hause für meine Petroleumlampen verwende. Denn Petroleumlampen mit Baumwolldochten, insbesondere mit Baumwolldochten, sollten mit möglichst sauberem Petroleum verwendet werden. Und da bietet sich Grillanzünder an, weil er am einfachsten ranzukommen ist. Den Grillanzünder kriege ich im Rewe, im Lidl weiß ich nicht, im Netto kriege ich ihn. Ja. Ich will jetzt auch keine Werbung für die Läden machen, aber der ist sehr leicht verfügbar. So. Worauf ich jetzt raus will, ist, ja, man kann diese Heizungen tunen auf höhere Leistungen. Was man aber beachten sollte, ist, wann entsteht Kohlenmonoxid? Kohlenmonoxid entsteht dann, wenn ich ein zu fettes Gemisch versuche zu verbrennen oder aber wenn ich zu wenig Verbrennungszeit habe. Weil Kohlenmonoxid entsteht, wenn nicht komplett verbrannt werden kann. Und nicht komplett verbrannt kann zum Beispiel dann passieren, wenn ich in einem zu kleinen Raum zu viel Treibstoff versuche zu verbrennen. Und das ist das, was passiert, wenn ich die Heizung versuche auf zu viel Leistung hochzutunen. Was interessant ist ansonsten an den Heizungen, zumindest im Betrieb mit Grillanzünder, sie produziert nur während der Standzeit, während der Startzeit und während des Runterfahrens ein bisschen Kohlenmonoxid. Ich habe es probiert, ich habe mein Messgerät direkt vor den Auspuff gehalten während des Startes, dann kommt Kohlenmonoxid. Und wenn man dann so nach 2 Minuten ungefähr, dann zeigt das Ding bei laufender Heizung nur noch 0 an. Zumindest, wenn ich sie nicht übertreibe, wenn ich sie nicht überziehe, die Heizung. So. Was ich jetzt momentan bei mir am Testen bin, was ich auch getestet habe, ist,
Ich kann bei mir die 22 Milliliter Pumpe auf 2,2 Hertz runterregeln. Das habe ich getestet, wenn ich die jetzt laufen lasse, lange Zeit, sie läuft. Ich habe dabei den Ventilator auf minimale Drehzahl runtergestellt und es funktioniert. Die läuft stundenlang durch und null Kohlenmonoxid. Ja. Zumindest, was jetzt hier das anbelangt, was bei mir durch die Undichtigkeiten am Auspuff rauskommt. Wie gesagt, muss ich überlegen, ob ich diese Undichtigkeiten irgendwann noch behebe. Das sind Dinge, die man so ein bisschen mit in Betracht ziehen sollte, weil das so denn die Heizung, die ich ja habe, die von der ich rede, mit der ursprünglichen Steuerung konnte ich die Heizung zum Beispiel auch nicht auf niedrigster Stufe laufen lassen. Zumindest nicht, wenn es draußen wirklich kalt war, weil dann wurde der Brennraum zu kalt und die Heizung ging aus. Ja. Also bei diesen China-Heizungen, die sind super für das Geld, aber man kann auch ganz schön Mist kaufen, wo man dann einiges nacharbeiten kann. Ich habe damit wenig Probleme, daran nachzuarbeiten. Weil ich meine, hey, so ein Ding kostet, was hatte ich bezahlt? 130 Euro. Jetzt habe ich nochmal 50 Euro investiert. Aber dafür läuft sie jetzt vernünftig. Ja, und sie läuft wirklich gut. Wie gesagt, ich habe bei mir jetzt die Lüfterdrehzahl, also immer, wenn man rumspielt mit den Einstellungen, dann gibt es immer Probleme, aber dann muss man immer beachten, wie verhält die sich erstes Mal auf niedrigster Stufe, wie verhält sie sich ob sie anbleibt. Das kann sein, dass sie nämlich auf niedrigster Stufe zu kalt wird und ausgeht. Und auf höchster Stufe kann es eben passieren, dass sie anfängt, Kohlenmonoxid zu produzieren, und das ist etwas, was nicht passieren sollte in geschlossenen Räumen. Das wäre etwas, was ich auf alle Fälle würde vermeiden wollen. Es sei denn, ich hätte diese Heizung wirklich außerhalb des Raumes, in dem ich mich aufhalte, installiert. Was bei mir in der Garage nicht der Fall ist. Und wenn ich einen Fahrradwohnwagen bauen würde mit Heizung, ich habe nicht vor, meinen mit der Heizung noch nachzurüsten. Glaube ich nicht, dass das sinnvoll wird. Obwohl, es wäre eine Idee, oder? Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich im Winter fahren werde. Und vom Schwerpunkt her würde ich das Ding jetzt auch nicht vorne montieren wollen, noch vorne an der Deichsel oder so. Nein, 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 nein. Außerdem wird das dann zu klobig. Also, wenn ich die draußen dranhänge, wird viel zu klobig. Dann störe ich die ganze schöne Form, die dieses Elkins-Modell hat. Was ich an der Alex-Tech hatte ja das Video gebracht über das leiser Machen der Heizung. Das ist eine super Idee, was er da hatte, über Dioden die Spannung zu reduzieren für die Pumpe. Klasse Idee, einwandfrei. Was man auch probieren könnte ist, ich hatte für meine Heizung unten schon eine neue Pumpe mit 28 Milliliter bestellt. Und das Dumme war dann aber, es kam das. 24 Volt, 28 Milliliter. Und eine 24 Volt, 28 Milliliter Pumpe, die liefert laut den eBay-Angeboten, da hatte ich nämlich nicht aufgepasst, dass das 24 Volt ist. Diese Pumpe liefert laut den eBay-Angeboten, liefert die an 12 Volt 16 Milliliter. Das wäre nochmal der nächste Test. Was passiert, wenn ich diese Pumpe in die Heizung einbaue? Und ich kann ja jetzt programmieren und rein rechnerisch, müsste ich diese mit 9000 mit 9 Hertz laufen lassen, was aber mein Display nicht unterstützt. Das unterstützt nur 8 Hertz.
Aber ich werde es nochmal ausprobieren. Das machen wir dann vielleicht auch direkt mit einem Video. Wobei der Punkt ist ja, was willst du da mit dem Video viel zeigen? Ja gut, man kann zeigen, wie das ein- und ausgebaut wird und so. Ich habe noch ein bisschen was vor an dem, mit der Heizung unten. Weil ich habe vor, die Heizung, die ja bei mir komplett im Kasten eingebaut ist, ich habe vor, ich werde sie in dem Kasten drinnen lassen, weil das einfach schaut nicht schlecht aus. So. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Was ich aber vorhabe ist, bei mir ist der Tank ein bisschen undicht. Das sabbert am Schlauchanschluss. Und von daher habe ich bei mir so jetzt ohnehin dann demnächst vor, mir einen Dieselkanister hinzustellen, beziehungsweise ich habe hier einen Ort weiter, wo ich meistens zum Tanken fahre, weil das eine Bekannte von mir ist, die die Tankstelle hat. Die hat dort auch Heizöl an der Tanke. Und das ist natürlich cool, weil das Heizöl ist ungefähr 50 Cent billiger als der Diesel. Und warum soll ich den teuren Diesel in der Heizung verbrennen, wenn ich Heizöl dafür auch verwenden darf? Heizöl darf ich nicht ins Auto reinschütten, ja, okay, aber in die Heizung kein Problem. Dafür ist es ja da zum Heizen. Für motorische Zwecke darf es nicht verwendet werden. Das wäre dann Steuerhinterziehung. Aber zum Heizen, egal. Und da habe ich dann vor, ein bisschen was umzubauen, weil dann will ich den Tank aus der Heizung rausschmeißen und die Heizung mit dem Kabel, mit dem langen Schlauch direkt an den Dieselkanister anschließen. Und dann werde ich auch mal probieren, diese Pumpe einbauen. Und dann habe ich die Möglichkeit, dann kann ich nämlich auch mal ausprobieren, wie weit diese Heizung eigentlich runtergeregelt werden kann. Irgendwo habe ich was gelesen, sie braucht als Minimum 1 Kilowatt, um bei der Verbrennung heiß genug zu bleiben. Ja, weil das ist der zweite Punkt, wenn die Heizung zu kalt wird. Erstens kann dann Kohlenmonoxid wieder entstehen, weil dann die Verbrennung nicht mehr komplett stattfindet. Und zweitens mal, dadurch, dass dann die Verbrennung nicht mehr komplett stattfindet, erzeugt sie zu wenig Wärme. Und das, obwohl sie eh schon zu kühl ist, um ordentlich zu laufen. Also wird sie immer kühler, kühler, kühler und geht aus. Und da werde ich dann mal, ich werde mal ausprobieren, wenn diese Pumpe auf 8 Kilohertz ordentlich Dampf liefert in der Heizung, dann kriege ich damit vielleicht die Heizung erstens leiser, zweitens mit einem breiteren Leistungsspektrum, also auch im unteren Bereich. Ich werde es mal ausprobieren. Wird interessant. Einfach nur so Spielerei. Ich wünsche euch guten Rutsch ins neue Jahr. Gehabt euch wohl und eine schöne Zeit.